Trauer um den Vater der Bossa Nova. Verwandte und Fans nehmen Abschied vom brasilianischen Sänger und Gitarristen João Gilberto. Er starb am Wochenende im Alter von 88 Jahren. Sein gemeinsames Stück mit Tom Jobim, The Girl from Ipanema, wurde weltbekannt und später von US-Entertainer Frank Sinatra übernommen. João Gilberto steht für eine neue Musikära. Er hat viele Menschen inspiriert. Er ist nicht meine Generation, aber er ist immer noch sehr aktuell. Für diejenigen, die Musik lieben, ist es einfach phänomenale Musik. Bossa Nova, auf Portugiesisch Neue Welle, entstand Ende der 50er Jahre und vermischt Samba und Jazz. Auch amerikanische Jazzmusiker wie der Saxophonist Stan Getz begeisterten sich für Gilbertos Musik und nahmen mit ihm Platten auf. Seit Ende der 80er Jahre trat Gilberto kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Trotz seines Erfolgs starb er verschuldet und vereinsamt. Man hat nur noch selten von ihm gehört. Er verließ kaum noch sein Haus, hat nichts mehr geschrieben. Er sagte Konzerten zu denen er nicht auftrat. Doch seine Musik war immer in unserem Leben präsent. Und so wird es weitergehen. So wird es immer bleiben. Für Brasilien ist er ewig.